guess it takes a little too long. She's a caffeinated princess, full of regret of a night that bled into dawn. Carry on with the heat of the night from the song. It's a shame that you gave a boot on anesthesia you gave all along. I beg for you. Only when I'm dreaming can I see the obvious I ascend in. Like I've written perfect books of reason. When I wake, it's back to us repeating the same tension built so I can't even see. I can spend some time with you. There are certain things that only after hours make me do. Don't care if you believe me, there is nothing I can say. Only what could be an outcome of us staying up till day. Modesty's left all in at rest, but I'm arriving to your dance in the dark. I anticipated this guest, made a new friend in the sick charade I put on. Carry on with the sweet fever. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Livestream. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und ich freue mich, dass schon so wieder so viele spontan am Abend am Start sind. Willkommen. Ich sehe schon wieder, hier wird ganz fleißig geschrieben. Hallöchen in die Runde. An Anna, Walter Frosch, Norman, Maxe Max, Lennon, Fradio, Steinus, Nadine, Jan Niklas, Olivia, Ronny, Barbara, Mr. Grey, Sortex ist auch am Start. Sehr cool. Wie die Musik heißt, das müsste, glaube ich, in der Videobeschreibung stehen. So, ich check mal in der Sekunde, ob hier alles funktioniert. Was ist denn hier los? Perfekt. Wie siehst du denn aus? Ich sehe super hier aus. Ja, ist ja gut. So, sehr gut. Also, das funktioniert, das freut mich. Ich habe schon wieder eine längere Pause hier vom Stream und vom Videos machen her, aber was will man machen, wenn die Arbeit hier einem um die Ohren sich stapelt, dann ist das nun mal so. Dein Lieblingsnotarzt ist da. Ach, wie cool. Sehr schön. Und Grüße vom ELW-Fahrer. Ja, dann sehen wir uns ja vielleicht. Das freut mich. Ich lade auch schon im Hintergrund fleißig schon auf dem Server. Ich glaube, wir waren jetzt gerade, wenn ich es richtig gesehen habe, 33 Spieler. Auch sehr cool. Genau, die Zigaretten sind auch am Start. Zigaretten! Aber die kommen dann, wenn wir soweit sind. Oh, Grüße aus der Leitstelle ist auch am Start. Sehr schön. Ja, den Chat, ihr seht es leider, der ist gerade nicht so ganz vernünftig da. Ich glaube, da hat sich irgendwas verschoben. Und irgendwie ist dieser SQL-Code ein bisschen Matsche, deswegen wird der gerade leider nicht angezeigt. Ja, Mr. Grey, ich habe es gesehen. Ich habe überlegt, ob ich das ändern soll. Weil ich habe ja dieses, wenn ich erinnere, diesen grünen Text. Aber das alles wieder neu einzustellen, das wird ein bisschen dauern. Ist schade, aber müssen wir jetzt erstmal leider, ja, ohne mit klarkommen. Ich könnte einen anderen einfügen, aber der sieht furchtbar hässlich aus. Das möchte ich dann doch nicht machen. Dann lieber weglassen. Hallöchen, Mareike. Genau, Walter Frosch hat auch schon die Zigarette bekommen, sehr gut.
Joris ist auch am Start und die Grüße von der Jugendfeuerwehr. Die Jugendfeuerwehr schaut sich den Stream an. Ach ja, da muss ich ja wohl gleich richtig abliefern. Grüße vom Joblosen. Oh, ja, dann wird Zeit, dass du dich mal bewirbst. Na? Wird Zeit, dass du mal was machst. Das Leben ist zu kurz, um sich zu langweilen. Aber hey, so ist das ja. Wie es mir geht, eigentlich ganz gut. Ja, in der Woche habe ich so viel erlebt. Also am Dienstag war eigentlich schon das Pensum für genügend Scheiße erlebt für die Woche. War schon am Dienstag voll. Aber es geht noch bis Freitag, Samstag und Sonntag weiter. Naja, was wir machen, ne? Aushalten und durchhalten und weiter geht's. Ja, Flamme und Feuer, du sagst, das Wiki kommt morgen auch wieder. Folge, was haben wir jetzt? 6 oder 7? Auf jeden Fall ist die auch sehr, sehr geil. Kann ich sehr empfehlen, die Folge. Schau die mir auch gerne am Sonntag wieder an. Sonntag 15 Uhr. Und ja, dann schauen wir mal, was uns heute so erwartet. Wir sind jetzt gerade bei 80-95% hier am Laden. Also sind wir gleich auch soweit. Wie lange der Stream geht, Mareike? Wir haben doch gerade erst angefangen. 2 bis 3 Stunden circa. Mal gucken, früher oder später, was die Technik sagt, was die Laune sagt. Aber ganz entspannt würde ich erstmal anfangen, würde ich sagen. Grüße von der FF. Ja, Feuerwehrmann Fallsdorf. Grüße zurück, würde ich da sagen. So, jetzt sind wir auf dem Server. Jetzt muss ich noch kurz gucken, dass das hier alles aussieht. Das lädt immer so wie so ein Backstein. Oh, ich sehe da was Schönes. Sehe ich da eine Heli-Plattform? Oha, wie geil. So, jetzt muss ich hier noch... Ah, perfekt. So, ich weiß, ihr seht es noch nicht, aber ich muss erstmal hier langsam... einleben. Alles laden lassen. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Sagte er und man sieht gar nichts. Perfekt. Ah doch, jetzt. Super. So, ja, wie sieht's aus hier? Wir sind hier auf Flensburg. Jetzt kann man auch oben rechts erkennen, dass wir 35 Leute sind. Sehr cool. Und... Apfel- und Wasserzeichen. Oh, da müssen wir erstmal was essen, schlage ich da mal vor. Wir fangen erstmal an mit dem Eis. So. Wollen ja schon nicht verdursten, bevor es losgeht. Und da sehe ich etwas, was ihr nicht seht. Und zwar eine Heli-Plattform. Wie geil ist das denn? Da chillen die einfach. Haben die da einfach ein Sofa draußen stehen? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Einen wunderschönen guten Abend. Dachchen, Kollegen. Thorsten, mein Freund. Alles schick? Wolf, mein Freund. Wie findest du meine neue Friese, Wolf? Oh, schick, schick. Sogar herabnehmbar. Ach, herrje. Toupé? Ja, da, wir hatten ein kleines Malheur. Ist unter die Rotorblätter gekommen, oder wie? Schlimmer. Schlimmer? Oha. Ja, also ich heiße ja Wolf, so, und der andere Wolf hat einfach meine Haare abgebissen. Hast du. Was? Na, sowas aber musst auch. Musst du nicht verstehen, dass... Nee. Also, lass ich auch besser, ne? Wir haben den Herrn Fuchs gestern offiziell die Dummheit detektiert mit unserem Dummheitsdetektor. Ja, so lange gedauert. Sowas gibt's? Ja, natürlich gibt's das. Ich hab bestimmt was, besuche ich mal. Mal gucken, ob du ihn dabei hast. Das war nicht gesund. Autsch. Herrlich. Nee, wir haben viele neue Sachen, Wolf. Ja, ich sehe da schon was Interessantes auf dem Boden. Aber das Geilste ist erst nach der nächsten Sonnenwende drin, leider. Wird gleich wieder eine kommen, oder? Leider nicht. Nee, 0 Uhr aus. Ah, okay. Wo ist jetzt der Kacks, ja.
Nee, also die Heli-Plattform geht. Nur die steht immer auf dem Kopf, wenn sie rauskommt. Auf dem Kopf auch noch. Ja. Jetzt wollen wir die zweite Sache auch präsentieren. Soll ich die rausholen? Mach ruhig. So, wie es mir geht. Mir geht's super. Soweit geht's mir ganz gut, bis auf der alltägliche Stress, aber. Mit dem Ding. Was? Das passt nicht vom Platz. Natürlich passt das. Ich verantworte dich. Geh weg, stell dich zwei. Ich halt auch mal lieber Abstand, egal was. Und mal gucken, was kommt. Dann haben wir noch das wunderschöne Ding. Was für ein Ding? Das Ding. Das ist jetzt der Christoph 42. Ja. Ein RTH, kein ITH. Ist eigentlich nur für den Tag ausgelegt. Heißt, nach Weg mit dem nur tagsüber, nachts darf er nicht fliegen. Nachts nicht, weil er keine genügend Lichter hat, oder? Wir haben kein Licht. Und wir haben auch kein Nachtsichtgerät drauf. Eieiei. Ist nicht so gut technisch ausgestattet wie der Christopher Gruppe 5. Und dementsprechend liegen wir auch über dem Christopher Gruppe 5. Na, sowas aber auch. Also nehmen wir wahrscheinlich den 5er. Richtig. Es geht nach hier schon wieder. Los. Und dann hallo. Wieder RDSH, ne? Jetzt noch. Jetzt schon. Ja, keine Ahnung. Perfekt. Keine Ahnung, was das ist. Weiß die Ledger, dass wir vollständig sind? Wahrscheinlich, ne? Jo. Ich hoffe es doch. Ja, Trage ist jetzt im Hubschrauber drin. Und wir haben einen neuen Notarzt. Ja. Noch einen neuen? Der tatsächlich keine Brille braucht. Der ist sogar fest angestellt bei uns mittlerweile. Ja, mal gucken, wie lange noch. Ach, guck mal. Ich habe eben noch gefragt, ob die nochmal kommen. Weißt du noch? Ja, ach, stimmt. Cool. Wunderschön. Guten. Moin, wie kann man euch helfen? Hallo. Guten Tag. Hello. Moin. Moin. Frage. Brauch mich. Könnte man sich bei euch mündlich bewerben? Wegen LRS? Ungern, aber im allergrößten Notfall ja. Also mit Peilingsteinen ist schon mal eine gute Sache. Warte. So, besser? So. Und ohne Holster. Was möchtest du denn bei uns werden? So. Ohne Holster bitte, ja. Wäre nicht verkehrt. Ja. Wer fliegt den Hubschrauber? Hubelschrappschrapp. Der Kollege hier vorne. Der hier. Ich werde das nicht machen. Ich bin ja hier noch als TC Hems quasi in der Rolle von ja, Praktikant oder so in der ähnlichen Art. Deswegen, ich werde den nicht selber fliegen. Aber wer weiß, inwiefern das in der Zukunft nochmal passieren wird. Oh, was ist denn das da? Was ist das denn? Eine Yacht? Na, wer kann sich denn hier eine Yacht leisten? Oh, hier schwimmt einer im Wasser. Da haben sie wohl den Kollegen verloren. Da ist ein Jetski mit drauf. Ob man den auch nutzen kann? Sieht ja schon cool aus. Ob man sich sowas mal irgendwann leisten kann? Als Notfallsanitäter? Ah, danke fürs Angebot, aber ich hab. Vielleicht, wenn ich Pech hab, gleich einen Einsatz. Lass mal lieber. Wenn Sie mit mir reden, dann höre ich Sie nicht. An sich gerne, aber ich bin gerade im Dienst. Später vielleicht. Ah, ja, okay. Wenn man sich sieht, einfach erzählen. Alles klar, dankeschön. Viel Spaß. Gute Schicht. Danke. Ja, schick, schick. Müsste ich mir eigentlich auch mal zulegen, oder? Das schreit doch danach, dass ich meinen Bootsführerschein mache. Aber ich meine, die Kosten sind da ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich hoch. Deswegen, ja, vielleicht irgendwann, wenn man im Lotto gewonnen hat oder 15 Jahre hier hart, jeden Tag 8 Stunden ackert und sich ein bisschen was zusammenspart.
dann vielleicht. ich weiß nicht. Besucht uns. So. Gibt's einen Discord? Ja, den gibt es. Und zwar auf. Bei mir in der Videobeschreibung, beziehungsweise wenn du im Live-Chat Ausrufezeichen links oder Ausrufezeichen Discord DC schreibst, dann bekommst du meinen Discord-Link und auf meinem Discord-Server bekommst du dann den Link für Flensburg. Können wir drüben weiter quatschen. Scheiß Wetter. Wolf, hast du super Wetter mitgebracht. Ey, an mir liegt's nicht. Das hätte ich jetzt auch an deiner Stelle gesagt. Ja. Aber das sieht nicht nach Fliegen aus. Mit Alex, ich dachte, da wollte ich nicht. Ja, kann ich auch nichts für, wenn es hier auf mal regnet. Ich bin nicht der Wetterfrosch. Ich bin auch nicht Walderfrosch, ich bin Thorsten Wolf. Ja, musste schon. Kann man machen, muss man aber jetzt hat es richtig gekriegt. Die armen Haare. Bin im Kopf gehabt. So, pass auf, dann machen wir das jetzt folgendes, weil wir ja so ultra-akkulente Menschen sind. Wir würden das jetzt so handhaben. Anstellen. Ich fülle einmal für dich unsere schriftliche Bewerbung aus. Zumindest die Kerndaten. Mhm. Ich glaube, der hat keine Handschellen an, der hat die, glaube ich, nur nach hinten. Das denke ich mal, ist ein Kompromiss. Ja. Glaube ich, dass das so ist. So, warte. Sonst ich kann es auch auf dem Handy schreiben mit Autokorrektur. Um Gottes Willen. Nee, dann kommt meine Autokorrektur mit Rechtschreibfehler auseinander. So, dann brauche ich einmal. Wie alt bist du, IC und OOC, bitte? Meinst du jetzt mich oder? Ja, natürlich, natürlich. Ja, während die jetzt hier die Bewerbung machen, würde ich mal vorschlagen. Ja gut, das Gelände erkunden ist jetzt so ein bisschen schwierig. Es regnet einerseits und andererseits gibt es hier nicht viel zu sehen. Schwierig. Aber warte mal, jetzt nicht in eine Kleiderkammer, vielleicht ziehe ich mich nochmal um. Vielleicht ist das nicht verkehrt. Shop. Shop klingt immer gut. Ah. Nitro Spray. Ich glaube, bei meiner Arbeit bräuchte ich eher ein paar Leichensäcke. EKG-Monitor. Ja, schadet nicht. So. Hier war Kleiderschrank. Oh, nein, nichts löschen. Ah, okay, okay. Hä, warum ist denn... Hä? Ach, Mist. Warte mal. Ich habe das witzigerweise nur in meinem Rucksack gespeichert, aber nicht in meinem anderen. Das ist ja auch interessant. Komm, bitte lass den Rucksack... Na, schade. Schade, schade, schade. Dann speichere ich jetzt mein aktuelles Outfit. Dann müsste das jetzt ja drin sein. Genau, dann ist es jetzt drin. Dann habe ich zwar keinen Rucksack, aber egal. Was für Berufe gibt es außer Rettungsdienst und Feuerwehr? Polizei gibt's noch. Du kannst auch kriminell irgendwas machen. Du kannst, ja, was kannst du noch alles machen? Ich glaube, Ziviljobs, Busfahrer, LKW-Fahrer, Angeln. Also gibt's ganz, ganz viel, glaube ich. Was man hier machen kann. Das ist, schon fast so viel, dass man es in einem Video zusammenpacken kann. Ich habe überlegt tatsächlich, ob ich mal auf jedem Server, auf dem ich bin, mal die verschiedensten Berufe vorstelle. Aber das ist erstens sehr viel Arbeit, das erstmal von den ganzen Jobs einzustellen. Und andererseits ist es auf sehr vielen Servern doch ähnlich. Oh, und das Wetter wird, glaube ich, besser. Ja, besseres Wetter. Mensch. Das sieht hast du einen Tanz gemacht, dass es aufhört zu regnen? Ist das schön. Ja, ich habe eigentlich den Sonnengott angebetet und dann hat er gesagt, ach guck mal, wir machen mal direkt schönes Wetter. Hat das gemacht. Ja. Ja. Cool, ne? Du kannst froh sein, dass du erst heute da bist und nicht gestern.
Wieso? Ist da die Hölle wieder los gewesen, oder? Wir haben einen Kopfschuss gekriegt. Was? Wieso lebst du noch? Notfallteam. Schreibschuss. Eieiei. Deswegen sehe ich auch so aus mit dem. Ah, daher das Toupet. Richtig. Ah, okay. Ah. Elektromark, was für ein Standbild. Bei mir läuft alles flüssig, butterweich. Bud ist wieder am Start. Sehr schön. Hurra, würde ich mal sagen. Hubschrauber, ja. Wie gesagt, ich kann nicht alles auf einen Schlag vorstellen, aber ich bin sehr gerne beim Abwechslung. Bei Abwechslung dabei. Und jetzt sind wir erstmal hier ein bisschen im Helikopter unterwegs. Wie alt muss man sein? Ich glaube 15, 16. Dann kann man hier auch mitmachen. Und die andere Frage, ob hier noch Piloten gesucht werden. Ah, ich glaube grundsätzlich werden immer welche gesucht. Die Frage ist nur, ob man genommen wird. Das sieht aber mit dieser Plattform auch richtig geil aus, ne? Also, da ist schon schick, schick. Hallöchen, Max Warnke. Was macht denn das Haarlüfter? Kaum bin ich hier, kommen alle immer zu mir. Das ist echt witzig. Hallo. Moin, wie kann man helfen? Alles gut, wir wollen uns eingeladen. Ja, von Schneider. Eingeladen, ja dann. Ja, von der Leine, seid schon. Wo willst du nur hinparken? Fahr links auf dem Parkplatz. Hast du die Kollegen hier eingeladen? Nee, eigentlich nicht. Die Herrschaften haben was gerade gesagt, dass sie von einem Schneider eingeladen wurden. Okay. Moin. Mahlzeit. Servus. Ja, Tag der offenen Tür. Der ist da, ja. Paul Schmidt. Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich ja nicht sagen, wie alles online ist. Ich kann oben rechts sagen, es sind mittlerweile 35 Leute auf dem Server. Aber wer hier wo was ist, das kann ich dir nicht alles sagen. Genau, insgesamt, also offiziell musst du für GTA erstmal 18 sein, aber das ist, glaube ich, da hält sich, glaube ich, gar keiner mehr dran. Also, ich habe schon so viele 12-Jährige gesehen. Mit GTA, das ist eigentlich echt unfassbar, wie lange ich gebraucht habe damals, mit 17 Überzeugungsarbeit erstmal dann GTA zu holen. Das ist schon krass. Und jetzt können schon jeder 12-Jährige, bekommt das schon quasi hinterher geschmissen. Eieieiei. Ja, so ändern sich die Zeiten, aber naja, so ist das. Schranke kaputt gemacht, ja, die Feuerwehr, ne? Wer nichts vor. Ach, hä? Jetzt ist sie wieder gerade. Da haben sie mal Glück gehabt, würde ich sagen. Gelsenkirchen. Ja, wie gesagt, ich mache ja einiges. Ich bin auf Notruf Paderborn, Flensburg und auch auf Gelsenkirchen unterwegs. Das wird immer der Reihe nach durchgewechselt. Oder eben nach Lust und Laune. Aber aktuell ist auf dem Gelsenkirchen auf Server nichts los, deswegen. Da wäre ich halt mit zwei Leuten auf dem Server und das ist halt ein bisschen langweilig. Zwischendurch kommen halt ein paar dazu, dann gehen ein paar wieder weg, also ändert sich halt alles. Oh, bist du ja ganz entspannt, ne? War noch richtig viel los. Das, was sie mir geben, das entscheidet. Eine Kaffeemaschine. Das, was sie mir zutrauen. Hol eine Kaffeemaschine. Kaffee? Mach das jetzt! Was gibt's Abmahnung? Dann bau die! Bau die jetzt! Bau die zusammen, ja, mit Gras und Baum. Frag mal die Feuerwehr zum Halef im Wassertank Kaffee drin haben. Und damit löscht Schlauchkasten dauernd Kaffee. Zero. Vielleicht eine gute Idee, es wird noch bei unserem Heli fehlen, eine Kaffeemaschine. Ja, die shoppt dann während des Fluges rüber und dann siehst du die Instrumente nicht mehr, ganz toll. Ja. Mit 12 zu zocken ist nicht empfehlenswert. Die Altersbegrenzung hat schon ihren Sinn. Ja, da gebe ich dir recht, Bud. Da gebe ich dir sehr recht. Auch wenn
es lange dauert, bis man einen gewissen Alterspunkt erreicht hat. Witzigweise, ab dem Moment, wo man überschritten hat, freut man sich ungefähr ein, zwei Wochen und dann ist es normal. Das ist echt witzig. Das ist mit 18 so, das ist mit ganz vielen Dingen so. Und doch ist man noch lange nicht erwachsen. Das ist noch witziger. Du denkst, du bist mit 16 erwachsen? Falsch gedacht. Du bist mit 18 erwachsen? Ne. Mit 20? Ne. 25? Glaube ich auch nicht. 30? Auch nicht. Und würde ich mal sagen, einige schaffen es bis 60 nicht erwachsen zu sein. Oder mit 80 nicht mehr. Also von daher, Gegenargument, ab wann ist man erwachsen und ab wann nicht? Also, oder wird man überhaupt erwachsen jemals? Aber naja. Das war die Aufgabe von Alex. Björn, wie kann man mitmachen? Eis am Stiel. Mega geil. Ja, wie kann man mitmachen? Du gehst auf den Discord-Server und bewirbst dich einfach auf einen Job, der dir Spaß macht. Wie gesagt, Feuerwehrrettungsdienst ist hier eine Menge möglich. Und dann... mal gucken, was hier noch so kommt, ne? Ach, jetzt holt der Kollege Kaffee oder so. Hä, aber wo sind die Kollegen alle dabei? Ah, doch. Wollte schon sagen, weil ich... sind mir einzeln aus dem Bild gelaufen. Ja, Alter ist wiederum doch auch nur wieder eine Zahl, das ist richtig. Man kann 14 sein und sich wie mit 20 verhalten. Und mit 20 kannst du dich auch wie mit 12 verhalten, das ist richtig. Aber trotzdem hat dein biologisches Alter schon einen markanten Marker für deine gewissen Verhaltenszüge, ne? Hallöchen Leon, genau. Opis sind alle in der Halfpipe unterwegs, genau. Monkey Gemini ist am Start. Hurra, hurra, hurra. Das Äffchen am Start. Willkommen. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, dein Tag war auch entspannt und chaotisch wie meiner. So wie bis jetzt hier in der Schicht. Ist ja alles voll entspannt. In der Realität würde ich sagen, wenn du so einen Job hast, ist, wenn du keinen Einsatz hast, es gut, weil du musst kein Leben retten. Aber hier in diesem Spiel ist es geiler, wenn du einen Einsatz hast. Deswegen, ich hoffe, es kommt auch gleich noch einer. Oder wenn nicht nur einer, sondern mehrere. Aber, schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier noch so alles passiert. Trainingsflüge darf ich ja allein auf jeden Fall nicht machen. Und da die Kollegen hier mit einer Bewerbung und mit Kaffee verteilen beschäftigt sind, müssen wir uns noch einen Augenblick gedulden, glaube ich. Genau, endlich, der Bud möchte wieder vom Mod moderiert werden. Genau. Ja, solange es nicht piept, ist hier alles entspannt, das ist richtig. Ja, mal gucken, wie lange wir heute machen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen was hier erlebt, aber noch nicht so viel. Falls nachher noch Flaute sein sollte... Wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere Lust auf PUBG. Aber wir machen jetzt erstmal 2 Stunden entspannt hier ein bisschen mit dem Heli. Und dann gucken wir, was uns der Abend noch so bringt. Und im Anschluss gibt es dann noch was weiteres. Ich bin nicht Arzt. Ich bin, hier steht es auf dem Hemd drauf, TC Hems. Das ist eine Spezialausbildung für, quasi die Notfallsanitäter in der Luft. Der ist mehr oder weniger dazu da, noch mehr, Chaos zu verursachen oder so ähnlich. Schauen wir mal, wie wir es anstellen heute. Genau, Danny. Bis 22 Uhr circa und dann PUBG oder irgendwas, mal gucken. Ja, oder spontan, ich bin da ganz offen für alles. Was ich im Stream mache, ja, du siehst es, ich renne ja sinnlos auf und ab tatsächlich. Als Praktipfand, ja, du verstehst den Witz, das finde ich gut. Weißt du was, wir können mal ein bisschen die Emotes durchgehen. Favoriten, ah. So, wie wär's mal mit Air Force Salut? Oh. Airplane.
Ach nee, das ist ja wieder dieses. Was haben wir denn hier so Schönes, was wir machen können? Warte mal, Call Dog? Ah, okay. Chicken, was denn Chicken? Ah, geil. Ah, was gibt's denn hier? Irgendwas, was man noch so... Ja, schon wieder Regen, genau. Oh, schon wieder Regen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, oh, Fall Over ist auch richtig gut. Da kippe ich direkt aus dem Latsch, wenn ich sowas sehe. Direkt bewusstlos. Oh, herrlich. Das ist gut. Wenn ich dich sehe, falle ich direkt hinten rüber. Oh Gott, nein, das sind falsche Züge, ne? Lass uns mal lieber. Die Pillen kommen erst nach dem Einsatz, nicht vorher. Genau, Schlafdienst auf dem Heli, so sieht's aktuell aus. Fishdance. Okay. So, mein Freund, du bringst scheiß Wetter mit, du bringst Einsatzzahlen gleich null mit, was denn ja kaputt? An mir liegt's nicht. Mann, nichts los. Ja, soll ich wieder gehen? Ist wohl besser, ne? Nee. Nicht mal der Regelrettungsdienst fährt gerade. Ach, was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Das ist immer so. Katastrophe. Ja, alle Kinder schauen dem Hai bei der Fütterung zu. Und die Schröder, der hängt am Köder. Oh, ehrlich. Warum? Ich glaube, hast du in den Spiegel geguckt? Moinsen. Servus. Servus. Warum musstest du jetzt lachen? Ach, das ist das Essen, das ist das Trinken. Habe ich falsch geguckt? Ah! Nero ist ein Typ. Ah, ich glaube, einen Espresso hebe ich mir noch auf für später. Keine Ahnung, ist mir doch egal. 24 Turning Keys habe ich da am Start. Das ist natürlich wieder klar. Ach, wie immer. Was? Was ist, Fuchs? Egal. Seit, du hast gesagt, seit dem Webbing ist es nicht mehr besetzt, oder wie? Schon fast ein bisschen zu langweilig hier. Was denn was, wenn du es verstanden hast? Ja. Was ist denn? Genau, erstmal Infusion trinken. So, jetzt ist ja nichts los, ich fass es nicht. Jeden Abend ist ja Kacke am Dampfen, wir fliegen und fliegen und fliegen und heute ist... Vorführeffekt. Na, hoffen wir mal, dass noch was passiert. Ja, vielleicht liegt es daran, weil du da bist. Ich geh wieder, ganz ehrlich. Wahnsinn, für diesen sinnlosen Beitrag. Die Stadtwerke sind alle besetzt. Ich bin verletzt. Wo bin ich noch verletzt? Nö, also, bin ich verletzt. Ich bin noch Azubi, ich darf kein Fahrzeuggelände besetzen. Was lernt man denn bei den Stadtwerken? Nö. Ah, doch unten, ne? Ja. Die Stadt zu pflegen. Stadt zu pflegen. Ich glaube, der Heli hat ein paar leichte Probleme, oder? Bei mir ist es genauso wie bei dir. Was denn? Naja, der wabelt so ein bisschen. Um das Moment aus. Ja, der Heli macht einen Abgang, ne? Der will auch schon wieder ein bisschen sich bewegen. Sollten wir behoben haben. So, was? Das sieht doch schon besser aus. Ja, ob wir eine Alarmierung wollen, was für eine Frage, natürlich. Aber selbst das. Natürlich hätten wir gerne. Mr. Schmidt auftaucht, unser Notarzt. Mhm. Da wollte eigentlich auch schon lange da sein, der Saftsack. Ja, in welchem Kanal? Auf dem Discord. Unter Roleplay-Werbung findest du den. Die Notärzte erst das würde und dann auf den Hubschrauber gehen soll. Officer Ghost, hau raus! Originalton, Dr. Wenn du was hast. Garcia.
Ja, und wie gesagt, können sie, wir haben unseren eigenen NA, der ist oft genug da, das ist nur so das Problem. Ich bin nicht mehr so auf Diako angewiesen, alles gut. 5, aktuell noch am Laufen 4, haben, dass wir, eine Kooperation 3, 2, mit Diako machen, 1, immer 0. Liefern. Was machst du da? Hä? Meine Freundin ist umgekippt. Aber ich mal sagen, um ein RTW. Ach, fick dies. Toll. Der Polytron. Ja, was denn jetzt? Wenn ihr einen Einsatz bekommt, also ich mein's, wir waren die Frau. Hallo. Ja, zur Information, wir haben jetzt hier gerade zwei verletzte Personen. Negativ einer, der eine ist ohne Grund gestorben. Ich bin leider den Einsatz aktuell nicht anfliegen können. Ach, hab ich aber wieder. Warte. Du brauchst auch gar nicht fliegen, du kannst auch zu Fuß hingehen, das ist 300 Meter Entfernung. Ja, so. Warte, hallo. wo ist denn der Einsatz? Warte, Bekleidungsladen da vorne oder so. Wir sind sofort fertig. Ihr hört ihr mich? Ja. Ja, man hört dich. Ja, der ist ohne Grund gestorben. Er ist, oder sie ist bei mir im Support. Achso, und der Kollege, der ist auch gerade einfach umgefallen hier. Ja, dazu kann ich nichts sagen, er ist bei mir. Ja, moin. Dann muss man ihm mal helfen hier. Fuchs, walte deines Amtes. Hä? Mr. Wolf, auf geht's. Der hätte ja auch beide Beine durch. Was hast du mit dem gemacht? Ja, ich hab nichts gemacht, er ist einfach umgeplumpt. Ja, das ist... Wolf, machst du mir mal einen 250er Kaufpreis, bitte? Ja, sehr gerne. Links oder rechts hättest du es gerne. Mega geil. Und dann verabreichst du mir da noch einmal Kichernest rein. Sieht ein bisschen nach Arterienverschluss aus. Warum steht jetzt ein Hubschrauber hier? Mann. So, dann verabreiche ich jetzt einmal Kichernest. Was macht der denn jetzt? Dieser Panik ist hier ein Rasenmäher um Ecke fährt, ey. So, die Einsätze kommen zu uns, läuft. Ja. Fliegen macht zwar mehr Spaß, aber ja. Na, ist egal. Hol eine Schubkarre, wir bewegen ihn gleich direkt ins Krankenhaus. Na, brauchen wir ja nicht. Ja, es ist irgendein Fehler gerade offensichtlich. So. Kurios. Einfach nichts mehr machen, er ist jetzt wieder da, der lebt wieder. Ja, dann. Ah. Hä? Ich war gerade irgendwie sehr komisch. Hä? Ich hab voll gegessen und voll getrunken. Ja, irgendwie waren deine Beine gerade kaputt. Ja, und dein Kopf. Kopf ist am meisten so. Kaputt, aber. Kopf, immer noch eine Prellung. Hä? Ja, dann gibt's jetzt immer eine Wettbewerb, dass wir wieder einsatzbereit sind. Mach doch. Einheitsbereit, wir haben noch nichts gemacht. Gut, zur Info, wir sind jetzt wieder einsatzbereit. Das war wohl irgendein Startproblem, was ja gerade war. Alles klar, tschüdelü. Tüdelü, auch nicht schlecht. So kompliziert. Irgendwas war ja gerade creepy, keine Ahnung. Na dann. Weil ich einfach... So schnell wieder ein, jetzt kam, ist er wieder weg. Mann. Aber fällst du auch einfach um? Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Naja. Aber stell dir mal vor, wir wären jetzt zum Kleidungsladen geflogen, hätten festgestellt, dass hier niemand ist hier. Ja. Ach ja. Oh, da kommt der Raucherhusten durch. Ja, ist tatsächlich aber nicht mein Raucherhusten. Das ist, ja, Fuchs. Das macht's nicht besser. Okay. Okay. Was passiert? Ja, der Kollege ist vor unserer Nase irgendwie... wie soll man sagen? Aha. Hey, hat weiche Beine bekommen, weiche Knie und ist dann weg. Was ja manchmal los ist, das ist komisch. Ich glaube, wenn die BF ihre Bewerbungsphase wieder offen hat, dann gehe ich wieder zur BF. Kannst du machen, das sagst du mir fast jeden Tag, Florian. Jeden Tag. Ja, und jetzt ist gerade Kopfproblem. So. Geht ja richtig die Party ab. Hallöchen, Lebré. Moin. Tschüss. Jo, hier ist er. Ich bin schon los und wir. Komm. Also ich sag mal so, wenn wir nicht in den nächsten 15 Minuten Fuchs.
einen vernünftigen Einsatz haben. Erstmal bitte an unsere schöne Halle dann würde ich was ist denn das? Das wechseln. Das Game. Was ist denn das, um Himmels Willen? Was ist das? Ist das der Corner? Was hat denn der von der Rumpelbude? Das ist ein Dekoner. Natürlich ist es ein Dekoner. Ich komme mit einem leichten Wagen. Armer Florian. Ja. Das stimmt. Hier der 15581 ist 10 Minuten auf Status 6 aufgrund dessen, dass er kurz im Kopf ist. Oh, RTW raus. Höhere Alarmierungschance für uns. Yay. Ja. Aber ich glaube, ohne Notarzt können wir doch eigentlich auch nicht los, oder? Natürlich können wir ohne Notarzt fliegen. Stimmt, ist nur halbe Kompetenz, aber egal. Hallo, wir haben zwei TCMs, also gleich, dass die Kompetenz wieder aus. Das stimmt. Notarzt wird nur zur Tragehilfe nachbestellt. Genau, das genau so ist es. Nee, also wir haben hier die Übereinkunft, dass wir auch, wenn kein NA da ist, als Rettungsmittel fungieren dürfen, wenn gewisse Einsatzlagen sind, zum Beispiel in der JVA sind wir öfters mal, wenn die Pol nicht da ist, dann kommt da ja niemand außer wir mit der Winde rein. Oder so Sachen wie, jetzt fahren sich mal wieder Leute mit dem Boot auf dem Meer über den Haufen gegenseitig oder Bergrettung oder so, wo dann wirklich nur wir hinkommen. Dann fliegen wir halt auch ohne NA oder wenn gerade kein anderer RTW frei ist oder was weiß ich. Na, wenn wir jetzt, wenn ich zum Beispiel alleine bin oder Fuchs, dann haben wir jetzt noch ein Service Car, nennt sich das bei uns. Das ist ein Octavia RS, der hat auch Blaulicht und so und dann können wir den als so ein bisschen, ja, Service Auto nehmen. Bin heute zum Beispiel notgedrungenermaßen mit dem Privat-PKW zu zwei Einsätzen gefahren, wenn jemand anders da war. Und dann kann man halt das Auto dafür nutzen oder so. Sind wir jetzt eigentlich relativ gut aufgestellt. Das war ein Stiegbrunner. Wer war denn das? So ein Typ, der wollte sich bei uns bewerben, noch Pilot geht. Was ist denn los? Ja. Irgendwann haben wir ja 5 Hubschrauber stehen, wenn es so weitergeht. Ist doch nicht schlimm. Gut, ist so, ey, sag ich schon. Ja, wie soll ich denn das dem Bürgermeister gegenüber rechtfertigen? Jo, ich brauche jetzt mal noch 3 Hubschrauber. Ah, hat der Pech. Egal. Gut, dass es läuft. Der Bedarfsplan muss immer erweitert werden, immer nach oben. Dann läuft wenigstens eine Organisation hier. Und wenn wir später einen Helikopter fürs Brötchen holen, abstellen, ist doch egal. Ah, ist egal. Tschüss. Das ist so. Why not? Klingt deine Freundin gerade? Das wäre. Nein. Wenn wir es wählen, das klingt nicht so gut. Wolf, hast du was dagegen, wenn wir unseren Motto-Song anmachen? Hab ich was dagegen, ja. Oh, ach ja, gut, ach ja, da war ja was. Ja, jetzt macht er schon den Camping. Ja. Wir haben schon die Camping-Sachen rausgeholt. Ja, wir haben davon tatsächlich 3 Stück immer mit an Mann. Falls es doch mal wieder länger dauert. Wo heißt denn hier Quittung? Muss ich hier vorne auf Quittung drücken? Ach, da oben. Ah, okay. Zum Beispiel war das gestern. Hä? Seit wann denn das? Wir sind in die JVA hochgeflogen. Da war ich ausnahmsweise mal TC Hems. Ausnahmsweise? Mhm. Ja, ausnahmsweise. Die Geschichte nimmt eine interessante Wendung. das. Fuchs, aha. Hast du meinen Stuhl schon wieder mit Kleber voll geschmiert? Hab ich. Meine Fresse. Immer das Gleiche. Zu viel Nutella gegessen? Da jetzt schon wieder. Voll. Guck's dir an. Danke, Fuchs. Du kannst aber nicht fliegen. Die hat eine passende Jacke. Ich hab dir jetzt mal so eingekleidet. Ich hoffe, das passt. Das passt offensichtlich. So. Das ist so gut. T-Shirt gab's nicht. Der Schneider, passt es so, wie ich die eingekleidet hab? Sag bloß, es gibt Klamotte für dich. Ja, aber kein T-Shirt. Genau. Ja, das ist erstmal egal. Ich bin begeistert. Ja, ich auch. Kaffee kann man dem Wheelie holen, ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, was wir machen? Erst war Pilot, dann kam Notas und jetzt müsste es eigentlich TCMs sein, aber kann eh keiner sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, durch deine Haare da. Hast du auch einen Helm dabei? Angel, komm. Ich weiß auch, den Helm habe ich auch nicht. Helm und. Es gibt einen Helm? Ja, natürlich gibt es einen Helm. Ich habe auch keinen. Ich habe den Helm, er hat den Helm, kannst du ansehen, was du willst.
Okay, Angel, komm, wir müssen aber los. Und einen Rettungsrucksack musst du dir auch gleich mal noch mit besuchen. Na, sowas. Und Handschuhe. Warte, ich sehe die. Ja, wie gesagt, wenn, ich bin gerne auf dem Server, so ist es nicht. Aber wenn hier komplett tote Hose ist, also sprich keine Einsätze, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht später was anderes machen. Aber bisher gehen wir dem Ganzen noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Habe ich jetzt ein Loch in der Hose? Nee, ne? Ah, hast du gut abgekriegt. Gott sei Dank. Aber jetzt hängt deine Arschhaare da raus. Hm. Mach einen Zopf. Junge, was... Und in die Jackentasche. Das ist jetzt eigentlich wieder der Moment für einen Blödheitsdetektor. Oh, warte mal. Wenn ich wüsste, wie das Ding heißt. Der Blödheitsdetektor. Ja, ohne Scheiß, das, ich hatte gestern Lachfläche, so das Jahr. Oh du, ich hab hier jeden Tag ein, wenn ich die gewissen Personen sehe. Was ist das denn? Das ist er nicht. Und da sind die AV-Blöcke aus dem Wagen holen noch wirklich harmlos. Ach du Scheiße. Nee. Mhm. Mein herzliches Beileid, Thorsten. Ja. Die Arbeit ist manchmal, wie soll man sagen, ein großer Haufen von irren Leuten. Ja gut, ich will jetzt nicht behaupten, dass wir hier normal sind. Also wir haben auch echt einen Dachschaden, aber das auf eine Liste. Ja, deswegen fliegt ihr auch. Ja, eben. Da braucht man ja wenigstens kein Dach über dem Kopf. Richtig. Ah! Da ist er, er hat ihn. Ja, und Schmidt, unser Notarzt, da ist ja gestern mit dem Ding rumgerannt, ging die ganze Zeit so piep, 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 dann stand er bei Fuchs, piep, Dummheit hat ausgeschlagen. Herrlich. Mayday, 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 we are sinking. Ja. Here is the German Coast Guard, what are you thinking about? So in der Art ist das dann, genau so. Das bin ich im Punkt. Ah, herrlich. Gottes Willen. Ja, eine zu wenig Verkehr. Ich hab noch ein paar mehr von den Witzen auf Lager, so ist nicht. Mit euch die Sams? Ja, und solange Schmidt nicht da ist. Ja, jetzt geh ich runter. Da hast du Anfänger mit dabei. Hast du voll vergessen. Hast du gerade Thorsten Anfänger genannt? Steht von dir. Du Vollidiot, hau ab! Ich weiß, dass er Vollprofi ist. Komm mehr als du als CCM. Merkst du selber, ne? Warte. Herr Philipp Fuchs erhält hiermit bla 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 erste Abmahnung bla 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 bla. Okay, gut. Idiotentest. Ich hab nichts gehört, leider. Ich habe gehört, der Herr Fuchs möchte seinen stellvertretenden Leitungsposten abgeben. Ich habe gehört, du willst angeschissen werden. Tu es nicht, bitte nicht. Wo hast denn du die lange Route jetzt hergeholt, um es willen? Ach, die habe ich aus Schmitzmüll, du weißt doch, was der da alles hat. Achso. Gott. Ja, diese Kollegen. Schmidt hat alles. Ach, nicht schick. Episch. Ich werde jetzt wieder Mickey Maus. Nein, bitte nicht. Na, da fragst du den Patienten, was sehen sie? Das ist jetzt auch hier so ein Gender-Dude, weißt du ja, das ist ein Fuchs, der gerne eine Maus sehen möchte. Oh, habe ich hier irgendwas aufgeschrieben? Wo ist das denn? Ah, hier. So. Hey, lass meine Friese Ruhe. Kannst du ja nichts mehr versauen. Ich bin Mickey Maus. Nein! Oh, es wurde geändert. Oh Gott. Thorsten, ich glaube... ja, moin. Kompetenz in voller Größe. G-
Genau so würde ich fliegen an deiner Stelle. Genau so und nicht anders. Ah, es gibt danach Kopfschmerzen, okay, wenn der Propeller durchzieht. Okay, bereit. Achtung. Was? Ach ja, jetzt haben wir wieder das Problem. Sieht nicht gesund aus. Ja, Voranmeldung, Polytrauma. Das ist kein Polytrauma mehr. Das ist Rollstuhl. Ach Leute, wann kommt denn hier was Witziges? Uns gehen bald die Ideen aus. Jetzt kommen die zwei Helden. Für die gibt's keinen Packs-Rucksack. So, es gibt alles für mich außer einen Rucksack. Toll. Was ist denn das? Das ist eine Paintball-Maske. Ja, der Helm gefällt mir. Ja, der hat sogar eine Brille integriert. Geil. Oha. Oh, ich verspiegelte glaub, sogar. Was? Hat die Feuerwehr und Rettungsdienst und Polizei auch nichts zu tun gerade? Das ist mein Eieiei. Stellenhelm. Das ist mein. Müssen wir mal nachhelfen, glaube ich. Das ist doch Fliegerhelm. Zack. Aber mit Pilotroller, also, muss sein. Habe ich schon mit 30 Helms auf dem RTR? Ja. Ich mach Praktikant. Wie denn? Ich bin Praktikant heute. Fliegst du uns mit deinen Flügeln hinterher oder was? Ja, ja. Okay. Der Heiligenschein regelt. Ja. Mal weg. Oha. Oha. Persönliche Piepschel, ja. So, ich bin euer Praktikant heute. Aber wie willst du mit? Ich hab mich auf den Propeller. Zu ruhig. Viel zu ruhig. Wolf hat den schon gegen Kopf, gekriegt. Ich hab ihn schon gegen Kopf gekriegt. Bin der Einzige, der noch nie Bekanntschaft mit dem Rotor gemacht hat. Ich auch noch nicht. Stimmt, das wäre auch schlecht. Und den Tag gearbeitet und schon. Chris, wärst du vielleicht so lieb und weist unsere neue Mitarbeiterin auf das Fahrzeug ein, wie man das besetzt und so und welches und wann und wie was. Nur wir haben Regeln, wann was besetzt wird. Folgst du meinem unauffällig, dass man die anderen hier damit nicht unnötig stört? Ja, ja. Ich folg dir auch. Du bist... Nee. Junge, ich arbeite beim RKSH, ich bin euer RKSH. Immer diese Profis hier. Was soll das denn heißen? Das heißt das, was es heißt. Mein Kollege. Ha? Da wäre ich auch ganz schnell mal zur FF, ne? Oder dann hole ich auch mal ganz schnell den Gaskammernanzug raus hier, ne? Also ganz aufpassen. Kannst ja machen. Oder ich verliere einfach meine Beine. Funktioniert der Heiligenschein auch, oder? Was? Oder auch. Ich will das Ding mal fahren. Gleich knallt! Ich komm, gleich haben wir so eine Mammutplage oder so. Einfach so 10 Leute verletzt. Ja, hoffen wir mal. Na, das ist mal wieder. Kannst du mal ein bisschen Kaffee verschütten in der Feuerwehrkantine? Dann hast du auf jeden Fall gleich schon Streit angezettelt. Mhm. So, also 7 Minuten gebe ich dem Ganzen noch Zeit, ansonsten wechsle ich. Nur mal als Ankündigung schon mal für euch. Also in 7 bis 10 Minuten würde ich dann einmal wechseln auf PUBG. Ich weiß, das mögen einige von euch nicht so, aber ich habe schon sehr lange nicht mehr gezockt und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Deswegen, ja. Mal schauen, ob wir da vielleicht besser sind. Gibt's hier langsam mal Zeit für einen Einsatz? Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da haben wir neulich noch. Willst du mal unsere Fische schauen gehen? Was will ich sehen?
Fische schauen. Da. Fische? Mhm. Wenn du reinspringst, siehst du ganz viele Fische. Korallenriff dann. Echt? Ja, wirklich. Na dann. Aber wird das Funkgerät nicht nass? Ich zieh's aus. Heppa, heppa. Rein da. Komm, wir gehen mal ein bisschen planschen, oder? Platsch, es springt da rein. Ach komm, Schuhe lassen wir an. Oha, hier sind ja wirklich Fische. Ich sehe es wieder, komm, ich freck im Wasser. Ah, ich kriege immer Panik, wenn ich nicht auftauchen kann. Ei, ei, ei. Das ist schon wieder schlimm hier. Ja, Fische, Tatsache. Bitte? Bist du fast draufgegangen? Wie kommst du drauf? Du schneller aus dem Wasser drin bist, draußen bist, als du drin warst. Das ist richtig. Einmal nass machen reicht, würde ich sagen. Also ich hab... Eieiei. Oder War Thunder. Ja, sehr gerne. Nur War Thunder habe ich leider nicht. Wenn sie bewusstlos ist, egal, ich kümmere mich. Achso, dann. Das ist aber nicht gut. Na toll, sind die Füße nass, alles nass. Geht schon nicht. Überfordert mich doch nicht immer so, da war ich erstmal den Namen. Danke. Füße wieder nass, ey. Furchtbar. Frage: Bio ist RDSH FL, ist richtig, ne? Jawohl. So, schieß los. 7-7. Ja. 9-8. 2, 6, 9. Nicht so fix. Bin ich. Wie gesagt, ich bin alt, ich bin nicht mehr so gut. Okay. 7, 8. 9, 8. So. 2, 6. Ist ein bisschen abgeschneiden. Okay. Da jetzt immer noch nichts passiert hier, würde ich tatsächlich mal wechseln. Also 7, 7, 9, 8, 2, 6, 9. So, die Herrschaften. Wenn mir hier jemand eine Telefonnummer anfangen will. So. Ich werde erstmal meine Goldfische füttern müssen. Jo. Also bin ich vielleicht später wieder da. Jo, alles klar. Man sieht sich. Jo, ciao. So. Ich weiß, ihr findet Roleplay mega geil und auch hier vom Helikopter. Ich bin auch ein Riesenfan der Luftrettung, nicht nur hier, sondern auch in der Realität. Aber wenn hier leider nichts los ist, ist das immer so ein bisschen, ja, langweilig. Finde ich auch für euch. Und das ist dann, finde ich, ein bisschen schade. Und da ich weiß, dass PUBG unfassbar viel, wie soll ich sagen, unfassbar viel Spannung bietet, als auch Spaß, Action und Chaos, würde ich mal das Ganze wechseln. Ich weiß, einige von euch finden das nicht so gut. Vielleicht müsste ich hin und wieder mal so ein paar Videos davon bringen. Vielleicht sieht es dann besser aus, die Motivation bei euch. Aber so ist das nun mal. Man kann nicht immer allen Leuten gerecht werden. Das geht einfach nicht. So, wo ist es hier? Da ist es. So, ich gehe mal hier auf Discord, auf meinen Channel rein. Und ja, dann starte ich auch mal jetzt hier PUBG. Da kannst du ein bisschen länger machen. Ja, kann ich gerne, aber dann stehen wir nochmal 20 Minuten rum und das ist dann wirklich langweilig. Deswegen, das würde ich dann ehrlich gesagt nicht gerne machen wollen. So. Und ich bin ein Fan von Abwechslung und von Spannung, Spaß, Chaos. Und da muss halt so von allem ein bisschen was dabei sein. Und deswegen machen wir jetzt mal wieder ein bisschen was anderes. Zum Beispiel PUBG. Das habe ich schon in einem oder zwei Streams habe ich es schon mal gezockt. Aber ihr kennt es, also die meisten von euch kennen es eher nicht. Also zumindest nicht von mir. Ich denke, das Spiel habt ihr schon mal ein paar Mal gesehen. Aber nicht so oft bei mir. Und da ist das Äffchen reingekommen. Hallöchen. Hallo. Hallo.
Hallo? 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 Ja, ist ja gut jetzt. Oh, du Arsch! Ich dachte die ganze Zeit, du hörst mich nicht. Ja, ich rede, ich sag halt die ganze Zeit hallo, mein Gott. Ja, das war immer ein anderer. Ja. Immer eine andere Tonlage. Hallo. Hallo. Hola, Penja. Papa geht hier, Baba. So, mach hinne, zack, zack. Ja, ich lade doch schon. Ja, lad schneller, mach nicht. Dich bereit. So. Ja, mein Alter, darf ich vielleicht auch mal kurz Nein. 3 Sekunden? Nee, okay, gut, super. Das kann ganz toll werden mit dir. Ja, kennst mich doch. So, wir haben eine Regel. Wir haben eine Regel von uns. Eine Regel eingeführt mit Top 10. Oder wie war es? Nee, Top 5, aber 10 Kills jeder. Da war es andersrum. Platz 10, aber 5 Kills. Wer hat die Wette eingeführt? Das warst du. Wann? Gestern. Sowas wüsste ich aber. Ja. So. Jetzt sagst du, jetzt, wenn ich jetzt IC komme, dann gibt's einen Einsatz. Ja, jetzt ist es zu spät. Ganze Stunde hier gewartet, muss ich erstmal ein bisschen was machen, was Spaß macht. Und wenn ich hier gleich entweder gewinne, mache ich weiter. Und wenn ich gleich 5-mal sterbe, dann höre ich auch auf. Aber so ist das. Oh, auf der. Ja, da spielen wir. Mittlerweile spielen wir sehr selten auf dieser Map, ne? Ach, perfekt, hast du schon gemacht. Ja, das ist richtig. Mein Vorschlag wäre wieder sowas, dass wir hier looten. Das wäre ziemlich sehr zentral. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht hier hinspringen wollen und dann zu Paradise gehen wollen. Bist du da, und bist du schon alles leer gelootet? Nee, Paradise ist relativ weit, weißt du? Meinetwegen, dann gehen wir da hin. Ist nur ein Vorschlag, wir müssen es nicht machen. Wir gehen da hin, wenn du... Wenn ich drauf gehe, dann nur, weil ich dir gefolgt bin. Ja, dann bin ich wieder schuld. Das ist mir schon klar. Ich bin ja auch immer schuld. Also, genau. Warum zocke ich eigentlich immer wieder mit dir? Das frage ich mich auch. So, dann wünsche ich uns Glück. Beziehungsweise, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wie gut sind wir, wie schlecht sind wir. Einsatzfaden, da haut der erste schon ab. Kannst auch gerne bleiben und dich ein bisschen vertraut machen mit dem Spiel. Das ist PUBG. Macht sehr viel Spaß. Oh, aber ist natürlich. Könnte das eigentlich zu Paradise schaffen? Frage ich so, wie viele da hinfliegen. Ja, das meine ich ja. Ja, sonst gucken wir mal. Warte, ich warte gleich mal auf den Fallschirm und nebendran landen können wir immer noch. Mach. Oh. Die gehen alle bei Bootcamp runter. Die Ruhe. Nee, nicht ganz. Einer. Oh, nee. Da kommen welche mit. Also komm, ich würde sagen, Höhen auf 3. Ja, komm, klatschen wir. Ja, ja. Hier, ich lande hier am Hauseingang. Zack. Jawohl, hier ist direkt. Helm 2. War da, QBU, von mir raus. Hä? Lad doch mal. Mein Gott. Erstmal Schalldämpfer gefunden. Geil, Military Vest. Hier vorne ist irgendwo Snack, einer. Alter. Ja, ich komme dann gleich zu dir. Das war ich. Na, ich bin nicht so ganz zufrieden, noch nicht so. Okay. So. Ich hab eine Schrotflinte und eine Schnipper. Ja, ich bin auch noch hier gerade bisschen am Suchen. Die werden da gerade eine richtige Kombi habe ich noch nicht. SLR.
UMP 45. Ach komm, nehmen wir die. Oh, guck mal, wir sind zonentechnisch super. Oh. Ja? Ja. Da habe ich drauf geachtet, tatsächlich. Wenn du wieder was M24 siehst. Oh, eine K98. Dann weißt du ja, die nehmen wir. Ja, ich laufe immer ein bisschen. Du bist hinter mir, ne? Ja. Also noch näher hinter dir kann ich nicht sein, glaube ich. Entspann dich. Ich bin entspannt, ich bin voll entspannt. Ich versuche noch gerade ein bisschen ruhig zu sein. Zu checken, wo die sind. Oh, drei Runden. Ich bin mit meiner zweiten Waffe noch nicht so zufrieden. Ah, jetzt. Ja, damit können wir doch arbeiten. Was hast du gefunden? Eine Aug? Ja, mega. Dann rennen wir direkt ins Verderben. So, ich brauche noch eine M24, ein gutes Scope und dann... Ach Mist, ich habe hier irgendwo noch ein... Ich habe einen Schalldämpfer irgendwo gefunden gehabt. Oh, hier wäre, willst du eine M24 haben? Ja, gerne doch. Wo, wie, was, wann? Ah, perfekt. Ich lauf mal hier hinten rein. Die nehmen wir doch, dann kann ich direkt mein geiles Dingens draufpacken. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier, weil Zonenrand, ne? Ja, ja. Mündungsfeuer hilft mir nicht weiter. Ja, ich sag mal, also die M24, müsst ihr wissen, da ist halt eine richtig gute Waffe. Ist, glaube ich, die beste Waffe, die es so gibt als Sniper. Aber mit dem Dreiervisier ist die halt so semi, weil oh, guckst yes. halt nicht weit. Hier wäre noch eine UMP. Ja, nimm. Ja, aber ich auch eine Aug. Die Aug ist natürlich auch die... Die Ratatatatat natürlich auch schon ganz schön. Naja, ja. Und die andere macht mehr Ratatapuffpuff, ne? Oder wie? Ha, ha. Erweitertes Magazin hast du schon? Ich glaube, ja, warte. Let me see. Oh, hier ist eine M24. Yes. Hier liegt eine M24 und eine Bratpfanne. Bratpfanne habe ich schon. Nee, ich bleibe mal bei der 5er Muni mit der QBU. Ich bräuchte nur noch ein 4er Side, weil ich habe nur 3er. Ja, same, also. Irgendwo ging Loot runter. Aber nicht bei uns, schade. Wie war das denn jetzt? Sind wir mit Gegnern zu viert? Also gegen Squad drei, oder nur zu zweit? Du meintest drei, ich weiß es nicht. Ja, da sind drei in die gleiche, das können drei Einzelne sein, da kann aber auch ein Team sein, das ist so... Achso, ja, ja, genau, es kann auch... Oh, ich werde beschossen. Ja... Sichtkontakt, irgendwas? Negativ. Ja, da oben auf dem Berg. Ich zirkel rum. Stück weiter hier rüber. Ja, ich zirkel. Na, ich möchte nicht riskieren, eine Granate zu werfen. Ja, du schießt Charlie. Ja, ich bin Charlie. Ja, okay, ich sehe ihn. Muss Posi wechseln, ich habe hier kein Fenster knock, mehr. Person knock. Sehr gut. Orange oben lange latscht ist knock. Was ist mit gelb? Das war der, den... Aus meiner Sicht ist Ping gelb. Okay. Ich weiß nicht, also der ist halt knock, das heißt, es sind noch ein paar mehr. Irgendwas schießt noch. Ja, rechts außerhalb, nicht unser. Doch, hier bei mir ist Molotov in der Nähe. Molotov? Okay. Ich guck mal, dass wir ein Auto finden. Ja, ich bleib mal hier einfach.
Wenn du mir folgen würdest, müssten wir bis hinten. Ah, hier vorne ist Moped. Moped 2 Sitzer, wenn wir Glück haben. Guck mal, Karte, müssen wir bis hinten durch, ne? Ja, Moped bei mir. 2 Sitzer. Ja, yeah. Bin da. Okay. Ich würde jetzt trotzdem links rum, weil rechts die halt sind. Ja, dann gib einfach Gas wegen der roten Zone. Naja. Nix Panik auf das Titanic. Boah! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Schädel einziehen! Da reicht doch. Alter, das hätte auch richtig schief gehen können, ne? Nice, 180 gemacht. Das war zwar ein 360, aber okay. Ja, halt mal den Häusern da an. Alles klar, ich halt an. Was bist du heute für Mega-Stunts? So, alles klippen, Leute. So bin ich immer drauf. Okay, irgendwo wird geschossen. Es könnte auf uns gewesen sein. Ja, glaube ich nicht. Dann würden wir direkt mehr Einschüsse haben. Genau, ich gebe Gas. Das ist PUBG. Ich glaube, hier siehst du gar nichts drin. Ich gehe raus. Das ist halt langweilig. Ich auch probiert. Oder PUBG. Ja. Alter, ich habe Doppel-Charlie. Oh mein Gott. Hast du vielleicht irgendwas für... Oh, das ist relativ... Ja, deswegen meinte ich, es könnte für uns gelten. Nee, der hat direkt besser geschossen. Oh, ein 6er-Visier, ja. Endlich! Juhu! Egal. Komm mal zu mir in die Hütte. Ah. Dann kriegst du hier für deine Sniper einen Charlie ab. Oh, das wäre mega. Kann ich nicht nehmen. Ist AR. Ich brauch DMR, glaube ich. Ja, aber DMR kann auch. Warte mal, probier mal den anderen. Das sind beides die gleichen, du. Ja, aber da steht in Klammer auf AR, DMR. Ja, geht aber nicht. Ist nicht. Ja, dann habe ich leider keinen Charlie für dich. Das tut mir leid. Wie kannst du nur? Dann machen wir so. Ich würde sagen, wir warten kurz mal hier, was wir so zwecks Zone machen, oder? Wir spielen das jetzt wieder wie immer schön runter. Ich spot mal ein bisschen nach oben für die Schüsse.